Um Bildung für alle und in jeder Lebensphase zu fördern, müssen alle Bildungsangebote und Akteure im Alb-Donau-Kreis zusammengebracht und in der Bildungslandschaft miteinander verknüpft werden. Dabei gilt es, alle Akteure in ein Boot zu bekommen, die Kräfte zu bündeln und gemeinsame Verantwortlichkeiten zu schaffen. Bereits bestehende Angebote und Strukturen sind ein gutes Fundament, um erforderliche neue Verbindungen zu bilden und die Bildungslandschaft im Alb-Donau-Kreis darauf aufzubauen. Wie sieht nun aber die konkrete Umsetzung aus? Was sind die Herausforderungen? Die Bildungsregion im Alb-Donau-Kreis steht auf zwei Säulen. Das sind einerseits die regionale Steuergruppe und andererseits das regionale Bildungsbüro. In der regionalen Steuergruppe sind viele wichtige Akteure, die tagtäglich mit Bildung zu tun haben, vereint. Sie koordiniert und steuert die Entwicklung im Alb-Donau-Kreis und gestaltet weitere passgenaue Bildungsangebote. Das regionale Bildungsbüro ist in der Verwaltung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis angesiedelt. Von hier aus wird das tägliche Geschäft geleitet und koordiniert. Brüche in der Lernbiografie zu vermeiden, ist ein großes Handlungsfeld der Bildungsregion Alb-Donau-Kreis. Die Übergänge von der Kita in die Schule und von der Schule in die Ausbildung oder zum Studium sind besonders sensible Phasen im Leben eines Lernenden. Außerdem wird eine möglichst hohe Transparenz über die vorhandenen Bildungs- und Beratungsangebote im Landkreis geschaffen. So kann jeder leicht das für sich passende Angebot schnell und übersichtlich finden. Ob Kitas, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Musik- und Volkshochschulen, Jugendhäuser, Vereine. Es gibt viele Orte, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alb-Donau-Kreis lernen und die Welt jeden Tag neu entdecken. Von Almendingen bis Westerstetten leisten viele Akteure ihren Beitrag, damit jeder Einzelne seine Stärke entdecken und seinen ganz eigenen Lernweg vorangehen kann. Schritt für Schritt. Wenn alle Bildungsakteure im Alb-Donau-Kreis an einem Strang ziehen, wächst hier eine bunte Bildungslandschaft mit vielen Wegen und Brücken.